Für wen machst du es eigentlich? Und ich habe von irgendjemandem mal gehört, tu es nicht für die anderen. Für wen gibt es eigentlich dich auf dieser Erde? Ich kann das nicht gut, Hausarbeit. Ich sehe es daran, dass meine Kinder die Zimmer nicht aufräumen. Und ihr wisst ja, du kannst deine Kinder so viel erziehen, wie du willst. Sie machen dir doch alles nach. Wir lesen aus 1. Chronik 29, wow. Und der König sprach zu der ganzen Gemeinde: Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Salomo soll also den Tempel bauen, eine Wohnung für Gott. Salomo sagt im 1. Könige 8, Gott, du brauchst eine Wohnung? Kann irgendwie nicht hinkommen. Gott kann man kein Haus bauen? Das geht gar nicht. Du bist viel zu groß. Sagt Salomo zu sich selbst. Ja, das ist echt eine gute Frage, finde ich. Warum möchte Gott, dass ein Tempel auf Erden da ist, zur damaligen Zeit in seinem Volk Israel? Warum möchte er das? Gott braucht keine Wohnung. Oder doch? Vers 2. Ich aber habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft, so sagt David, zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine, die Menge. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum heiligen Haus beschafft habe, 3000 Zentner Ophir Gold und 7000 Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, dass golden werde, was golden und silbern, was silbern sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig heute, seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? Fragt David, also ihr stellt euch vor, David, König, das ganze Volk ist vor ihm, also viele Menschen sind vor ihm, das ganze Volk wird Tausende und Tausende sein, aber er spricht laut aus, und wer ist von euch dabei, dem Herrn seine Hand zu füllen, so habe ich es verstanden, vielleicht ist es auch noch ein bisschen anders gemeint, seine Hand zu füllen für den Herrn, kann man vielleicht auch lesen. Und ich hatte den Gedanken, gerade für unsere Mitarbeiter in Küche und Werk, wer schickt dich heute zur Arbeit? Für wen gehst du zur Arbeit? Was treibt dich an? Wer schickt mich gleich nach Hause und lässt mich meine Hausarbeit machen? Und ich habe festgestellt, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, und ich habe festgestellt, dass ich das nicht gut kann. Ich kann das nicht gut, Hausarbeit. Ich sehe es daran, dass meine Kinder die Zimmer nicht aufräumen, und ihr wisst ja, du kannst deine Kinder so viel erziehen, wie du willst, sie machen dir doch alles nach. Dann wisst ihr so ungefähr, was bei mir so los ist. Und ich habe mich jahrelang gefragt, Mensch Gott, ey, hier in Krelingen riskiere ich sonntags morgens die große Lippe oder bei der Andacht oder bei meinem Lobpreisabend
und erzähle den Leuten von dir, Jesus, und zu Hause kriege ich nicht mal die Küche aufgeräumt. Irgendwie ist da eine Disharmonie. Das kann nicht sein. Das kommt irgendwie nicht hin. Und ich habe mich jahrelang gefragt, wo das Problem liegt. Und ich denke für mich, die Antwort gefunden zu haben, für wen machst du es eigentlich? Und ich habe von irgendjemandem mal gehört, tu es nicht für die anderen. Die anderen werden natürlich den Nutzen davon haben. Aber für wen arbeite ich wirklich? Für wen gibt es eigentlich dich auf dieser Erde? Aus einem einzigen Grund. Nicht um das Evangelium zu verkündigen. Nicht damit deine stille Zeit voller Heiligen Geist ist. Der einzige Grund, warum es dich gibt, ist, du sollst verheiratet sein mit Gott. Ihr sollt ein Tempel des Heiligen Geistes sein und ihr selber sollt wohnen in Christus. Da ist eure Wohnung, da ist der Tempel. Jesus hat den Tempel schon gebaut, mit seinem Leben am Kreuz. Gott hat ihn bestätigt durch die Kraft seiner Auferstehung. Jesus ist zurückgegangen zum Vater im Himmel und setzt sich zur Rechten Gottes und spricht jetzt durch den Apostel Paulus, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, und ihr in Christus, die ganze Fülle Gottes ist in ihm. Voller Edelsteine, im übertragenen Sinne, voller Herrlichkeiten in Christus. Natürlich noch mit dem Leib der Vergänglichkeit, denn eine Sache bleibt aus. Wir erwarten herzlich, dass Jesus Christus wiederkommt. Oder wir erwarten herzlich. Hört sich komisch an, ich meine, ich bin jünger als ihr. Außer Gabriele, die ist jünger als ich. Es hört sich komisch an, wenn wir sagen, ich warte gerne darauf, dass ich zum Herrn komme, dass ich heute noch ablebe. Oder wie es in der Schrift heißt. Wie heißt es in der Schrift? Eingeschlafen bin? So irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Und ich warte gerne darauf. Aber auch hier auf Erden ist uns geschenkt. Christus in euch, das gibt den Blick auf seine Herrlichkeit. Und dann sagt Paulus im Kolosserbrief, im Epheserbrief, auch hunderte Male überall, und ihr in Christus. Da ist der Tempel. Einmal in dir und mit dir in ihm. Da ist dieser Tempel. Haben wir das eigentlich vergessen in den ganzen Jahren in der Verkündigung und im Christentum? Wir haben bestimmt nichts Falsches gesagt, wenn wir sagen, du musst von Neuem geboren sein, von oben geboren sein. Sonst bist du eigentlich insgesamt tot bei all deinen Empfindungen für deine Familie, für deine Freunde, für dich selber. Aber du bist nicht für deine Familie da, nicht für deine Freunde da, nicht mal für dich selber. Du bist für ihn da. Und damit hast du alles. Damit ist der Tempel gebaut, weil Christus ihn schon gebaut hat mit seinem Leben. Und hier ist David total beeindruckt und total motiviert, seinem Sohn da zu helfen, alles vorzubereiten, um den Tempel zu bauen. Dieser Tempel ist ein Beispiel. Alles, was wir lesen im Alten Testament, alles, was wir wissen über Israel, alles, was wir, ja, was so oft so unverständlich ist in der Schrift, wird verstanden durch Christus, diesen neuen Bund. Als ich junggläubig war, was soll ich mit dem ersten Testament, dem Alten Testament? Maximal die Psalmen, die Sprüche, das hat dann noch philosophischen, erheiternden, fröhlichen Charakter für den Tag, für ein Losungsheft zu blättern oder sonst irgendwas. Aber was soll ich mit dem Ganzen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber blickst du mit dem Blick und der Erkenntnis des neuen Bundes, Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, geboren von einer Jungfrau. Blickst du damit, dorthin, weißt du, was Gott dir im Alten Testament sagen möchte. Ich möchte dein Haus sein. Du sollst mein Haus sein. Nicht ein Haus aus Steinen gebaut. Du sollst es sein. Das hat mich beeindruckt beim Lesen
Und dann, die Frage sticht natürlich heraus, und das wäre ein schönes Andachtsthema, aber was mir heraussticht, nehme ich dann nicht gleich. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen, lesen wir in Vers 5. Und dann haben die alle gesagt, jo, 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 wollen wir. Und dann haben die sich sogar noch bei Gott bedankt und haben gesagt, Mensch, danke Gott, dass du uns die Willigkeit geschenkt hast. Wir sind so überrascht an uns selber. Wir sind so überrascht an uns selber, dass wir willig sind. Das haben wir nicht von uns erwartet. Dass wir willig sind, dem Herrn die Hand zu füllen. Die haben sich bei Gott bedankt, als sie dann ihr ganzes Zeug gebracht haben für den Tempelbau. Da waren die hin und weg. Wieso sind wir so bereit? Wow, 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 wow. Und so fängt alles an. So fängt alles an. Es beginnt immer mit Gnade. Du bist überhaupt nicht bereit. Ich würde ungern heute, nach 27 Jahren gläubig sein, über den Vers predigen wollen. Hey, mach dich bereit. Sowas möchte ich niemals mehr sagen in meinem Leben. Aber ich möchte sagen, hey, die Gnade Gottes bereitet dich vor, dass du ein Tempel wirst und in ihm deinen Tempel findest. Amen. Der Tisch, der alles trägt.